Herzlich willkommen zum zweiten Lauf der FIA Truck Europameisterschaft hier im Autodrom Most. Sascha Lenz ist der Gesamtführende im Augenblick und Andreas Ahn hat ihn interviewt. Ich denke, alle Jungs entwickeln das Auto weiter. Sie sind glücklich, wenn wir auf dem dritten Platz stehen. Wir sind glücklich, wenn wir Erste sind. Der Favorit ist natürlich P1. Steffen Faas hat einen dramatischen Unfall am Ungaroring. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist jetzt mit seinem Truck? Er hat schon in Ungarn alles repariert soweit, sodass es zu Hause nicht mehr so schlimm war, den normalen Service gemacht und neue Teile eingebaut. Adam Latschko ist der Lokalmatador vom Bagheera Racing hier in Most. Er hofft, dass er das Beste tut. Und was ist das? Erster zu werden. Wir werden sehen, was gelingt und was wir hinkriegen. Truck Racing ist natürlich auch eine große Familie und Lukas Hahn ist an diesem Wochenende mit dabei. Im letzten Jahr war es der 7. Platz. Und er guckt jetzt mal, wie die Bedingungen sind, die Wetterbedingungen noch sind, und dann wäre ein Top-10-Ergebnis klasse. Nochmal herzlich willkommen zur zweiten Runde der Truck-Europameisterschaft hier im Autodrom Most. Die Zuschauer sind zurück, die Familie ist wieder zusammen, das freut nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Teams. Und Norbert Kisch hat eine ganz besondere Meinung zum Qualifying. Ich fahre jetzt seit 15 Jahren Rennen, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt. Dieser Kontrast, auf der einen Seite war es trocken, auf der anderen Seite war es nass. Im Mittelsektor war es sowas von nass, dass ich auch mit meinem Truck ins Gras gefahren bin. So, wir sind jetzt vor dem Qualifying. Das findet in zwei Welten statt. Auf der einen Seite ist es ganz klar am Himmel, auf der anderen Seite regnet es. Und das ist die besondere Herausforderung. So, wir sind jetzt an Bord von Jochen Hahns Truck mit unserem Partner Smart Witness, die Videos eingebaut haben, und wir sehen, wie schwierig die Bedingungen hier sind. Und da kriegt Jochen Hahn von Antoni Janjek einen auf die linke Seite und dann geht es rund, dann ist Karussellfahren angesagt. Das sind also ganz, ganz widrige Bedingungen hier im ersten Teil des Qualifyings. Und hier haben wir es nochmal aus der Sicht von Antoni Janjek, der dann jetzt gleich mit Jochen Hahn zusammentrifft und ihn da berührt und auf dem Gras dann sich dreht. Er kann sich dann wieder auf die Strecke retten, aber diese Bedingungen waren natürlich unfahrbar und so hat die Rennleitung dieses Qualifying mit roter Flagge abgebrochen. Dann geht es natürlich direkt wieder an die Reparatur der Kohlefaserteile, um im zweiten Teil des Qualifyings, wenn es denn wieder gestartet wird, entsprechend vorbereitet zu sein. Die Felge hat es gekostet bei Jochen Hahn, aber es ging dann im Qualifying weiter. Das waren die Bilder von Smart Witness. Die Videokameras sind in den Trucks eingebaut. Man hat den Unfall zwischen Janjek und Hahn sehr, sehr gut gesehen. Er ist okay. Es sind natürlich sehr schwierige Bedingungen. Mal regnet es nicht. Wir müssen schauen. So, alle sind jetzt mit den Wetterbedingungen vertraut und wir stehen jetzt vor dem ersten Rennen. Auf der Pole Position, auf der rechten Seite in Fahrtrichtung, ist es Norbert Kisch, der das Feld
in die erste Runde führt. Und weil die Wetterbedingungen so schlecht sind, geht das Feld in dieser ersten Runde unter Gelb an den Start. Das heißt, es darf nicht überholt werden und es darf auch nicht besonders angegriffen werden. Damit trägt man natürlich auch zur Sicherheit bei, weil es wäre unter Umständen gerade an der Schikane in Most ein Problem geworden, hier die Tracks zu beherrschen. Dann die zweite Runde. Da ist die Ampel auf Grün. Die grüne Flagge ist geschwenkt und das Rennen geht los. Sascha Lenz direkt im Angriffsmodus auf Jochen Hahn und kann sich dann auch gegen ihn durchsetzen, währenddessen Norbert Kisch vorne seine Bahnen zieht. Sascha Lenz außen in einem tollen Manöver an Jochen Hahn vorbei. Norbert Kisch allerdings im Augenblick noch weit vorneweg. Hinter Jochen Hahn, Antonio Albacete auf der vierten Position. Die Positionskämpfe im Mittelfeld sind immer das Salz in der Suppe beim Track Racing. Und Adam Lazkow hier in der Schikane am Ausgang versucht er an Antonio Albacete im T-Sport Bernau MAN vorbeizukommen. Das gelingt ihm an dieser Stelle nicht. Norbert Kisch ist weiterhin ganz vorn und Sascha Lenz macht sich auf die Verfolgung. Man sieht, die Bedingungen sind immer noch etwas schwierig. Das heißt, die Hinterachse ist immer noch etwas unruhig und Sascha Lenz kommt immer näher und kann den Abstand zu Norbert Kisch deutlich verkürzen. Steffi Halm hat einige Vorteile aus diesen Rangeleien, aus diesen Positionskämpfen mitnehmen können. Das heißt, sie hat ein insgesamt gutes Rennen gefahren, was letztendlich auf dem fünften Platz enden sollte, der Iveco SV aus dem Hause Schwabentrack. Sascha Lenz kann den Abstand immer weiter verkürzen auf Norbert Kisch. Jetzt ist er ganz dicht dran in der Schikane. Er versucht alles, um an dem Ungarn vorbeizukommen. Hier setzt er sich daneben, muss aber feststellen, dass er da nicht den nötigen Drive hat, um aus dieser Kurve herauszukommen, muss sich also wieder hinter Norbert Kisch anstellen. Und dann kommen beide in die Zieleingangskurve und dann sieht Norbert Kisch als erster die schwarz-weiß karierte Flagge. Sieg für den Ungarn im ersten Rennen. Auf der dritten Position Adam Lazkow, der Lokalmatador. Antonio Albacete wird Vierter. Auf fünf dann Steffi Halm und sechste Position für Anthony Janiek. Und da kommt Norbert Kisch in die Boxengasse zum Schild mit der Nummer 1. Sieger in diesem ersten Rennen der Ungar Sascha Lenz auf der zweiten Position. Und neben Norbert Kisch reiht sich dann Adam Lazkow ein. Siegerehrung, die Pokale werden natürlich dann wieder überreicht und geschwenkt. Norbert Kisch nicht überlegen, 0,6 Sekunden war der Abstand dann letztendlich zu Sascha Lenz. Und dann gibt es natürlich auch den üblichen Champagner, den Norbert Kisch mal schön unter Fotografen und sonstigen Beteiligten im Siegerehrungsareal verteilt. Der Kurs war überwiegend nass und das war ein Problem. Wir haben ein bisschen mit den Reifen probiert, mit dem Reifendruck. Ist ein bisschen schwierig gewesen, aber es reicht ihm und er hofft, dass er das fortsetzen kann. Bedankt sich beim Team und dass er die Performance am ganzen Wochenende umsetzen kann. Das Ergebnis des ersten Rennens in Most. Sieger Norbert Kisch auf der zweiten Position Sascha Lenz und auf dem Podium auf Platz 3 Adam Lazkow. Vierter Antonio Albacete, Stefanie Halm auf der 5, Anthony Janiek, André Cousin, Theo Calvé, Shane Brereton und René Reinhardt in den Top 10. Auf der 11 Jamie Anderson, Lukas Hahn 12, Heinrich Clemens Hecker auf der 13, Aya Collot auf der 14 und Luke Garrett auf Platz 15. Und dann schauen wir jetzt mal, was Rennen 2 für uns an Überraschungen bereithält.
Wir sind zurück in Most zum zweiten Rennen der Europameisterschaft. Ich möchte mich natürlich verteidigen, sagt der Polsetter Theo Calvé. Da sind ein paar große Jungs hinter mir, aber ich möchte gerne diesen Platz halten. Das Fahrerfeld kommt in die Zieleingangskurve. Theo Calvé auf der Pole Position, neben ihm vom Don't Touch Racing Team André Kosim. Und in der zweiten Reihe Antoni Janjek und Stefanie Halm. Und André Kosim hat den etwas besseren Start hier, wenn die Ampel auf grün geht. Denn diese Seite, die linke Seite in Fahrtrichtung, ist etwas abgetrockneter als die rechte Seite. Und deshalb hat Kosim den etwas besseren Start. Und dann gehen sie auch in die Schikane. Theo Calvé hat zurückgezogen, hat sich auf die zweite Position gesetzt. Ein Top-Start für Norbert Kisch, den Sieger des ersten Rennens. Er ist ja von 8 gestartet in diesem Reverse Grid. Er ist schon auf die vierte Position vorgefahren. Und weiter geht's. Er nimmt sich jetzt Antoni Janjek vor. Dann haben wir Stefanie Halm. Wir haben Antonio Albacete. Und Theo Calvé folgt im Augenblick André Kosim vom Don't Touch Racing. Aber Norbert Kisch ist unaufhaltsam, hat Janjek schon hinter sich gelassen und schlupft dann jetzt auch Theo Calvé und geht auf die Verfolgung von André Kosim, um auch dieses Rennen gewinnen zu können. Der Abstand im Augenblick noch 3-4 Wagenlängen, aber das wird sich im Laufe des Rennens verändern. Da haben wir Alia Kolodzic, die hat vorne an der Frontpartie schon einige Schäden im Bagheera Freightliner. Und hier haben wir jetzt in der Kurve 4, Kurve 5 dieses Duell um die Führung, um eventuellen Sieg zwischen André Kosim und Norbert Kisch. Kisch steckt da den Truck rein, versucht vorbeizukommen, zeigt sich im Rückspiegel und wir gucken mal, wie das in der letzten Runde aussieht. Der Kampf immer enger, im wahrsten Sinne des Wortes, Kisch ganz im Heck vergraben von André Kosim und jetzt kommt der finale Angriff und dann lassen sie sich zunächst mal Platz und trotzdem ist es dann in einem solchen Überholmanöver nicht ganz so einfach. Kisch hat da ein bisschen hart gekämpft, mit harten Bandagen gekämpft, er ist in Führung gegangen, André Kosim auf der zweiten Position. Hier nochmal aus dem Fahrzeug von Norbert Kisch mit der SWAT Midness Videoanalyse. Und hier geht er, da gibt es eine kleine Berührung und dann geht er an André Kosim vorbei und übernimmt den ersten Platz. Kann sich dann direkt auch ein wenig absetzen, währenddessen wir ihn weiter verfolgen. Sind dann nachher 3-4 Wagenlängen, die André Kosim und Norbert Kisch trennen. Aber es gab eine Steward-Entscheidung, dass dieses Foul oder dieser Kampf nicht ganz regelgerecht war. Und deswegen hat Norbert Kisch noch eine 10-Sekunden-Strafe bekommen, ist auf den dritten Platz zurückgefallen und André Kosim hat das Rennen gewinnen können. Auf der Strecke zunächst mal die Positionen so, wie sie über die Ziellinie eingegangen sind. Norbert Kisch, André Kosim unterhalten sich direkt mal über diesen Vorfall. Und da tauscht man sich aus, da ist dann auch wieder soweit alles klar. Bei der Siegerehrung weiß man natürlich noch nicht oder weiß Norbert Kisch auch noch nicht, dass er auf die dritte Position zurückversetzt wird.
Was sagt André Kosim zum Kampf mit Norbert Kish? What do you think about the incident in the last lap from your perspective? Yes, I know Nobby is a very hard driver sometimes. Ja, Norbert ist manchmal ein harter Fahrer, aber jetzt müssen wir uns die Videos angucken. Vielleicht können wir uns den Vorteil erarbeiten, dass wir im Nachhinein noch den ersten Platz übernehmen. Aber eigentlich denke ich, es war ein ganz normaler Rennunfall und alles ist gut. Ich habe meine Nase neben André Kosim gesetzt und wir haben uns dann bemerkt, wir haben uns berührt, dann haben wir uns Platz gelassen und dann sind wir in die nächste Kurve gefahren, da habe ich ihn überholt. Ich habe ihn dann ein bisschen gepusht, aber ich hatte dann die bessere Linie und bin an ihm vorbeigegangen und habe ihn dann eigentlich nicht ins Gras gebracht. Ich bin zufrieden. Und hier das Ergebnis auf der Rennstrecke für Rennen 2. Norbert Kish vor André Kosim, Theo Calvi, das sind die ersten drei. Antoni Janjek auf der 4, Stefanie Halm auf der 5, Antonio Albacete auf 6, Sascha Lenz auf 7, Adam Latzko, Shane Brereton und Jochen Hahn auf den Positionen 8 bis 10. 11. Jamie Anderson, Lukas Hahn auf der 12, Steffen Faas 13, René Reinhardt 14, Heinrich Clemens Hecker auf der 15, Alia Kolodz auf der 16 und Luke Garrett auf der 17. Aber die Stewards haben es anders gesehen. Norbert Kish ist auf den dritten Platz zurückversetzt worden mit einer 10-Sekunden-Strafe. So das Ergebnis: André Kosim, Theo Calvi und Norbert Kish. Wir freuen uns aufs dritte Rennen. Norbert Kish hat also die 10-Sekunden-Strafe bekommen, sodass André Kosim das Rennen gewonnen hat und Theo Calvi auf der zweiten Position ist. Smart Witness verantwortet die Onboard-Kameras und alle anderen technischen Einrichtungen, um ein Video on Demand zu bieten. Kim, wir sagen es einfach, das System ist vergleichbar mit dem Video Assistant Schiedsrichter im Fußball. Ist das vergleichbar? Ja, das ist absolut genau das Gleiche wie im Fußball und arbeitet genauso. Wenn man es mit vor 2 Jahren vergleicht, dann haben wir 30 Minuten gebraucht, um die Daten zu bekommen. Und mit Smart Witness haben wir es jetzt in 30 Sekunden. Das ist ein sehr schnelles System. And this is day two. Wir sind am zweiten Tag an diesem Rennwochenende im Autodrom Most und wir haben ehrenvolle Gäste. Wenn wir über nachhaltiges Benzin sprechen, dann sprechen wir von Benzin, das 100% aus Lebensmittelresten gemacht wird. Und die Ergebnisse von dem, was es geplant wird und wenn es dann in die Tanks kommt, das ist schon toll und sehr wichtig. Und ich glaube einfach, dass es gut ist, der schwarze Rauch der Trucks ist weg, ist gut für die Umwelt und man sieht, da ist ein Wechsel im Gange. Es ist gut zu sehen, dass hier im Truck Racing stark an Veränderungen gearbeitet wird. Wir kommen zum dritten Rennen an diesem Wochenende. Jochen Hahn auf der Pole Position, 0,017 Sekunden schneller als Norbert Kish und sie starten hier in die erste Runde in der Anfahrt auf die Schikane. Und in der Schikane, da hat Jochen Hahn Pech, da kann sich Norbert Kish durchsetzen. Und Adam Latzko nutzt die Situation ebenfalls aus, um auf den zweiten Platz zu kommen. Für René Reinhardt war das Rennen sehr früh beendet. Hier fliegen Reifenteile, er hatte einen Reifenschaden und Luke Garrett kann gerade noch so ausweichen. René Reinhardt nicht vom Glück verfolgt, muss das Rennen aufgeben. Und hier nochmal die Wiederholung
Die Karkassenteile fliegen auf die Strecke und für René Reinhardt ist das Rennen beendet. Eine überlegene Fahrleistung von Norbert Kich. Er führt ganz klar Adam Latzko auf zweiter Position und dann auf der dritten Position Jochen Hahn, der aber dann mit einer kurzen Berührung von Sascha Lenz geschluckt wird. Und Sascha Lenz versucht natürlich alles, um jetzt hier wieder an Adam Latzko vorbeizukommen, während für Luke Garrett das Rennen zu Ende ist. Überlegener Sieg für Norbert Kich. 21 Sekunden ist der Vorsprung in diesem dritten Rennen. Eine wirkliche Dominanz. Zweiter Adam Latzko, dritter Sascha Lenz, vierter Jochen Hahn und wiederum der Revech MAN auf dem Platz mit der Nummer 1. 2.201. Im Rundenvergleich zwischen Qualifying und Rennen ist gar nicht viel Unterschied. Das ist sehr interessant. Ich kann im Qualifying die gleiche Geschwindigkeit fahren wie im Rennen. Das ist das Gleiche. Wir haben keinen Qualifying-Modus. Aber es könnte sein, dass andere vielleicht einen Qualifying-Modus auf eine Runde haben. Wir können das nicht machen. MAN erlaubt das nicht. Wir haben diese Gelegenheit nicht. Aber vielleicht Iveco und Magiera haben vielleicht das für eine Runde. Da bin ich mir nicht sicher. Die Ergebnisse des dritten Rennens. Norbert Kich gewinnt überlegen mit 21,9 Sekunden vor Adam Latzko, Sascha Lenz, Jochen Hahn, Theo Calvé, Anthony Janjek, Shane Brereton, Antonio Albacete, Stefanie Halm und Lukas Hahn. Das die ersten 10 des dritten Rennens. André Grosjean auf 11, Jamie Anderson auf der 12, Alia Kolos auf der 13, Steffen Faas 14. Position, Heinrich Clemens Hecker und Luke Garrett runden das Feld ab. Und dann warten wir natürlich noch auf das vierte Rennen. There was really a lot to talk es gibt viel zu besprechen nach den schweren Vorwürfen von Norbert Kich. Und wir haben mit Jan Kalivoda, dem Teamboss von Bagheera, gesprochen. Also ich denke, das ist witzig. Also wenn wir einen Trick haben, dann funktioniert er nicht. Weil wir sind immer hinter Nobby und wir tun alles, was möglich ist, um so schnell wie möglich zu fahren. Die Teams können jetzt ein wenig runterfahren und die Fans haben Gelegenheit, sich bei ihren Stars die Autogramme zu holen. Wir kommen zum vierten Rennen in Most, dem Abschluss des Tages mit dem Polesetter Antonio Albacete, der sich direkt in der ersten Schikane gegen Shane Brereton wehren muss. Da wird enger Lackaustausch geübt. Sascha Lenz hat sich von der 6. schon auf die 4. Position vorgekämpft und ist mit Theo Calvé im Infight. Vorne allerdings kann Antonio Albacete die Position verteidigen. Leider raus ist Jochen Hahn, der das Rennen in der ersten Runde aufgeben muss mit technischen Problemen. Albacete verteidigt die Führung. Sascha Lenz ist auf die 2. Position vor und ohne dass wir uns versehen haben, ist er dann gleich auch schon in führender Position. Währenddessen hier Steffen Faas mit der 24 und Jamie Anderson einen harten Kampf abliefern. Sascha Lenz hat Albacete hinter sich gelassen und ist überlegen in Führung. Hinter ihm kann Antonio Albacete diese 2. Position verteidigen und Shane Brereton muss sich im Augenblick mit Position 3 begnügen. René Reinhardt nach seinem Ausfall wieder im Angriffsmodus. Aber Sascha Lenz hat dieses 4. Rennen überlegen für sich entscheiden können. Antonio Albacete mit dem 2. Platz, das 1. Podium in dieser Saison. Shane Brereton wird 3. Adam Latzko auf der 4 und Norbert Kich auf einem super 5. Gesamtrang. Ein tolles Wochenende für den Ungarn. Sascha Lenz bedankt sich bei seinem Team und reckt den Pokal in die Höhe.
Ja, dann habe ich lange mit dem Chain zu kämpfen gehabt, bis ich einen kleinen Fehler gemacht habe auf Eingangsschattenziel. Dann konnte ich direkt ausnutzen und konnte neben ihn fahren. Klar, und unten ist dann die erste rechts, dann bin ich klar im Vorteil, konnten dann so überholen. Das Ergebnis des vierten Rennens. Sieger Sascha Lenz, Zweiter Antonio Albacete und Shane Brereton auf der 3. Das die Podiumsgewinner. Adam Latschko auf der 4, Norbert Kirch auf der 5. Er hat ein Granatenwochenende hingelegt. Und hinter den Top 10, die ihr eben gesehen habt, haben wir Steffen Faas, René Reinhardt, Luke Garrett, Alia Kolodzj und Heinrich Clemens Hecker. Nach dem Wochenende in Most ergibt sich folgender Gesamtstand in der Europameisterschaft. Norbert Kirch führt mit 84 Punkten, Sascha Lenz 3 Punkte dahinter, 81 Punkte auf Position 2. Adam Latschko 69 Punkte, dritte Position, Antonio Albacete auf der 4 und der sechsfache Europameister Jochen Hahn auf der 5. Position. Also alles ganz eng zusammen. Die Kehrmaschinen haben den Platz auf der Rennstrecke übernommen. Das war die zweite Runde der Truck-Europameisterschaft. Und was bleibt? 2 Flaschen Shampoos. Wir sehen uns.